Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile. Ja, mein Schatten treibt sich hier wieder in der Kanalisation rum. Die hatten wir ja letztes Mal gemacht und jetzt wollen wir auf zum Marktplatz. Hab mal ein ganzes Gelump verkauft, was ich so gefunden habe. Letzte Folge war nicht wirklich, was machen wir dazwischen. Habe aber... ja, welche machen wir zuerst? Ist egal. Habe aber... Habe aber, um nochmal von vorne anzufangen, habe mir aber hier eine Reinheit der Elemente gegönnt. Die kann ich bei Clarissa kaufen. Die setze ich vielleicht auch gleich mal ein. Gibt ein bisschen mehr Widerstände. Und das war's auch. Ich habe hier mehr Fassung reingekriegt. Ich habe da so eine, ich weiß nicht, ich glaube Sphäre des Goldschmieds heißt die jetzt. So, ich muss da noch ein bisschen mit den deutschen Begriffen, das muss ich noch ein bisschen üben. So, mal gucken. So, dann haben wir hier ein bisschen Mana blockiert. Haben aber jetzt Resistenzen, da schon 100. Das ist nahe dran an 75. Das heißt, ich müsste hier eigentlich noch ein bisschen umschichten. Aber wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Zur Zeit kommen wir noch relativ gut durch. Wenn wir dann irgendwann mal merken, dass es schwierig wird, dann müssen wir da natürlich zusehen. So, M. 26, 28 sind wir. Ich denke aber, das ist noch ganz okay. So, jetzt muss ich direkt mal überlegen, was wir hier eigentlich alles noch machen müssen. Also, wenn ich mich nicht irre, dann versteckt sich hier irgendwo eine... Da ist der Tresor. Da ist er hingekommen, der aus der letzten Folge, der mir plötzlich fehlte. Welches ist denn das? Projektilsalve. Sehr gut. So. Oh, ging ja schnell. So, da hinten ist irgendwie ein Buch. Weg! Bei sowas müsst ihr immer verschwinden. So, ich glaube, hier ist irgendwie ein Durchgang. Also hier geht es dann irgendwie dann doch weiter. Mal gucken, genau. Habe ich ja gewusst. Das ist eben der Vorteil. Also wenn man es... also wenn ihr das erste Mal dabei seid, gerade frisch angefangen und ihr findet... Ah, das sieht locker leicht aus manchmal hier, wenn ich hier so durchmarschiere. Das ist im Prinzip, ist das einfach auch bloß, dass man weiß, was einen an manchen Stellen erwartet. Das macht es einfach ein bisschen leichter. So, komischerweise ist es trotzdem immer noch spannend. Also es ist auch nicht so, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es langweilig ist. Man hier zum zweiten, dritten, vierten Mal, und hier sind ja einige. Na? Aua. Das ist aber nicht nett. Nicht, dass du dich da jetzt dran gewöhnst hier. vielleicht. Sind meine blau? Nee, die sind... Das ist schwer zu holen. So, da fällt mir gerade überhaupt ein... Ich habe ja diese Verzweiflung auch noch. Die könnte ich da nämlich auch noch mit reinschmeißen. So, jetzt wird es aber natürlich schon ein bisschen eng. Dann machen wir die mal da rein. Die Verzweiflung. Oh, die ist hier. Ich glaube, die würde ich doch lieber da hinsetzen. Dann mache ich das Verkümmern hier hin. Das nutze ich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, das ist doch Quatsch. Ich glaube, das brauche ich auch nicht. So, Schwächung hält. Also im Prinzip verringert der die Bewegung von... Also... nenne ich Verzweiflung. Verseuchung. So. Entkräften, das war schon ganz richtig. Verkümmern. Nein. Ja, irgendwie fehlt mir jetzt was oder bilde ich mir das ein? Entkräften. Das ist da. Verseuchung. Verseuchung ist irgendwie weg. Aber warum sollte ich Verseuchung? Verseuchung, da. So.
Ja, genau, nee, das ist doch richtig, oder? Was habe ich da jetzt gemacht? Also manchmal könnte man ja an sich zweifeln. So, und da hinten, da sind, glaube ich, Wachen, wenn ich mich nicht irre. Nein, gar nicht. Die Katakomben, genau, da müssen wir rein. Auf alle Fälle, da ist nichts drin zu holen. Aber, und das ist so das Gehässige, man muss eigentlich nicht da rein in diese Katakomben, aber da ist eine Prüfung, eine Aszendenzprüfung drin. So, und die suchen wir auch einfach mal. Also hier flitze ich jetzt mal einfach durch. Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Ah, hier ist das Spinnengeviech. Ja, okay. Ja. Ach komm. Also ich bin eigentlich gar nicht schnell, ne? Aber die sind ja noch langsamer. Bloß irgendwann haben sie einen in der Falle. Dann ist das natürlich ein Problem. So, jetzt, es war zu spät, ne? Ich muss dann erst das. So. Also die kriegen dann mehr Schaden. Das ist es im Prinzip. Müsste jetzt also genau genommen noch schneller gehen. Oh, das ist meiner. Uralte Dings. Nein, die interessiert mich gar nicht. Ich will doch nur die Prüfung machen. Oh, jetzt haben sie mich verlangsamt. Das ist aber gehässig. Ich bin doch schon so langsam. Oh, der ist aber ziemlich schnell hier. Eine Silbermünze. Na, wenigstens hat sich das soweit gelohnt. Ich drücke hier einfach nur die Tasten durch. Dann einfach, was passiert. So. Aber das sind dann zu viele, ne? Also man muss sie, theoretisch müsste ich die erst hier mit Verzweiflung belegen. Dann müsste ich sie verseuchen und dann müsste ich sie entkräften. Das ist natürlich ein bisschen viel auf mal. So, aber dann sind sie auch weg, ne? Das ist natürlich dann wiederum der Vorteil. So, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Nein, das schien mir hier eine Sackgasse zu sein. Da oben ist noch ein bisschen was. Mal gucken. So, Kiste nehmen wir mit. Truhe nehmen wir mit. Ah, das ist ja raffiniert. Die machen mich langsamer und dann rennen sie mir hinterher. Meine. Ist ja schon raffiniert. Die können das so mehrere Sachen zeitgleich. Ich glaube, das ist jetzt was, das werde ich jetzt erstmal nur so wirklich für die Endgegner einsetzen. Färbungssphäre, endlich! Ich lasse es erstmal so bei diesen beiden, ne? Sonst das wird nachher einfach too much, was man sich alles hier so in der Reihenfolge. Man kann die ja auch nicht einfach so durchklabüstern, so, was weiß ich, so einfach so runterrasseln. Da hinten ist ein Buch. Das ist ein eindeutiges Indiz für eine Prüfung. Da gehen wir auch gleich rein. Ihr wollt hier nicht mit rein, glaubt mir das. So, da huschen wir jetzt nämlich einfach mal hier so durch. Ich hätte natürlich auch den Movement nehmen können. Oh! So, und da ist eine verschlossene Tür. Und ganz schnell zum Hebel. So, da können wir hier hinterher. Also muss man sich ein bisschen, ne, man darf nicht, also hier, das ist so eine Gegend, da darf man einfach nicht durchrennen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss immer gucken, wie fliegen die. Man muss versuchen, sich das Schema, die haben in der Regel irgendein Schema, wenn man das gut gemacht hat. Nicht so wie jetzt. So, im Prinzip. Dann kommt man hier auch durch. Also die ersten Prüfungen sind eigentlich relativ simpel, aber man muss eben immer alle Sinne beisammen haben. So, jetzt müssen wir hier eigentlich nur wieder raus. Mehr müssen wir gar nicht. So, und da müssen wir einfach nur weiter.
Na, ich dachte schon, dass der gar nicht umkippen will da. Oh! Oh! Eins, zwei. Ich habe auch nichts zum Platzieren. Normalerweise ist das jetzt der Moment, wenn man zweimal angeklopft hat, ist das der Moment, wo man platziert, was man hat. Kreaturen, Totems, was Fallen, was man sonst auch immer noch hat. Ich habe aber nichts, also... Aua. Hatte so den Eindruck, der wollte sich auch nicht so richtig verfluchen lassen, ne? Von mir. Aber die Essenz haben wir eingesteckt. So, jetzt müssen wir natürlich ganz schnell sehen, dass wir wieder zurückkommen. Ich laufe jetzt hier einfach dran vorbei. So, Hilfe, ich will hier raus. So, und dann hoffe ich mal, also am schlimmsten ist ja, wenn man sich hier zu viel Zeit lässt, dass dann die andere Instanz sich gerade wieder resettet hat. Das ist das Allerschlimmste. Und dann kann man hier nämlich wieder ganz von vorne anfangen. Weil das meistens ja auch alles noch so ein bisschen gedreht ist. Freunde. Oh Mann, nicht so. Nicht so. Oh, weg. So. Also, Stufe 28, einmal gestorben. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Stimmt. Die Geistweinkaraffe, die braucht man auch früher oder später. Und wenn man sie jetzt gleich hier mitnimmt, dann braucht man hier später nicht nochmal her. Das ist meistens der Fehler, also den ich dann gerne mache. Ich vergesse, dass ich sie hier brauche. Und dann... Da reißt du den Docks. Und dann hat man mit einmal das Problem, dass man dann hier nochmal her muss. Na? Ach, der Drecksack. Aber der lässt immer coole Sachen fallen. Naja, ich könnte das immer mitnehmen. Vielleicht brauche ich das. Was haben wir hier denn? Reinheit der Elemente kann ich hochstufen. Sehr gut. So, und schon geht's weiter. So, wollen wir doch mal gucken. Was finden wir? Eine Umwandlungssphäre brauche ich. So, soll ja Leute geben, die das können. Die sind jetzt schon bei der gleichen Zeit bei Akt 12. Ja, ich weiß, dass es nur bis C geht. War auch ein bisschen übertrieben. Ja, wenn man das so nachher die Erfahrung drauf hat oder so. So, ich guck mal, ich weiß noch nicht genau. So, manche Sachen vergisst man, will auch nichts vergessen. So, müssen wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Das wäre eigentlich jetzt mal so die Frage. Müssen wir hier noch was machen? Aber ich glaube, wir müssen hier nichts mehr machen. So, und die haben wir ja schon gemacht. Das müssen wir noch machen. Die Gambling-Königin, die finden wir da. Da müssen wir hier erst noch drüber. Quäntchen Hoffnung. Dafür muss ich, genau, alles klar, die rechte Hand abtrennen. Dafür müssen wir dann hier rüber. Ich wundert so ein bisschen hier die Verbindung gerade. Weil ich glaube, früher musste man hier durch. Da kann man da nicht lang. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. So, und da hinten ist dann die Kriegsfront. Dann wollen wir doch mal zur Kriegsfront. Auf, auf. So, von der Kriegsfront können wir nämlich die Gemling Queen, die Königin, die Gemling. Heißt das hier Gemling Königin? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Heißt das hier die Gemling Königin, genau. So, wurde ja mal ein bisschen kritisiert, dass das Gemling-Königin heißt, weil ja die Gems oder Gems
eigentlich in vielen Rollenspielen als Edelstein übersetzt wird, dass das hier eben nicht gemacht wurde. In Wirklichkeit ist das ja fast schon ein Name, deswegen hat man das natürlich hier einfach beibehalten. Was ja auch richtig ist. Ungewöhnlich, aber richtig. Obwohl man hätte sie natürlich auch einfach die Edelstein- oder Juwelkönigin nennen können, aber irgendwie, ich glaube, das hätte auch viele langjährige Spieler ein bisschen vom Kopf gestoßen. So, wird der noch weiterreißen? Ich hoffe nicht. Mal gucken. Der wird noch weiterreißen, aber es macht nichts. So, dann mal los. Der ist aber schon ziemlich anfällig. Stand da nicht anfällig für Chaos-Schaden? War das nicht so? Was habe ich da übersehen? Anfällig für Chaos. Da merke ich aber nicht viel von. So, und der ist dahin. So, wo geht's weiter? Da. Was ist das? Ist was Neues. Au, 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 au. Ich weiß, dass du verhindern willst, dass ich die Truhe kriege. Ich will die Truhe aber. So, wo geht's jetzt hier weiter? Es ist nicht weiter gerissen und ich habe meine Truhe nicht gekriegt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? So, jetzt machen wir erstmal hier diese Dinger hier weg. Diese Plagen. So, jetzt wird es hier gerade ein bisschen ruhiger. Also, dass das nicht weitergerissen ist. Also, das könnte ich ja schon fast persönlich nehmen, ja? Also muss ich doch ein bisschen schneller noch töten. Da wird mir dieser Fertigkeitspunkt hier definitiv bei helfen. So. Habe ich denn hier irgendwas eingepackt, was ich nicht unbedingt brauche? So, das Ding zum Beispiel. Weiß gar nicht, warum ich das eingepackt habe. Gar keinen Grund. Dann kann ich nämlich den schon wieder mitnehmen. So. Und was ist das? Chaos-Unterstützung. Jawohl. Nehmen wir mal mit. So, ich meinte, es geht ja schon hier. Pop, weg ist sie. Da hinten ist ein Meister und da oben hier ist, glaube ich, auch irgendwo eine Truhe, die ich dringend brauche, glaube ich. So, wir schnappen uns jetzt aber erstmal den Meister. Haku. Lockeres Gitter. So, wir machen aber erstmal ein bisschen Ruhe, ne? Bevor wir da... Oder gehen wir gleich rein? Wir gehen erstmal gleich rein. So. Und rein da. Was müssen wir denn hier machen? Findet die Karui-Seele, okay? Das ist ja nicht ganz so schwer. So, ich würde hier mal einfach sehen, dass wir hier... Ah, das war natürlich der falsche Weg. So, da könnt ihr euch mit vergnügen mit meinen Chaos-Kugeln. Es wirkt immer ein bisschen unkoordiniert, ne? Es wirkt nur so. Es wirkt nur so, wirklich. Wirklich, in Wirklichkeit, ich weiß genau, was ich immer tue, wenn ich die Tasten drücke. Nein, ist ein bisschen bekloppt. Also ich sollte mich eigentlich auf diese beiden hier konzentrieren. Das klappt dann schon am ehesten. Ich versuche aber immer, den noch mit einzubringen. Das klappt aber noch nicht so richtig. Wird Zeit, dass ich hier den Zaubertotem, dass ich das Zaubertotem kriege.
So, nun komm. Da ist Hakko. Nicht Hakko hier, da ist das der Karui-Geist. So. Wollen wir doch mal gucken. Zap, zap, zap. Den kann man aber irgendwie nicht verfluchen, ne? Oder kommt mir das nur so vor? So, das war's doch auch schon. Macht ihr denn tatsächlich noch was? Oh, lass das. Tatsache. Da ist mir jetzt egal. Ich schnapp mir den jetzt. Kolossal ist das, nehme ich nochmal mit. Den schnapp ich mir und dann geht's auch wieder nach Hause. Beziehungsweise hier raus. So, wir müssen ja zusehen, dass wir irgendwie einen Meister mindestens irgendwie in die Stufe 3 kriegen. Damit der uns Versteck macht. Damit wir die Meister so nach und nach einladen können. Damit wir die Zugriff auf ihre Werkzeuge kriegen. Damit wir unsere Items dann in dem Moment dann auch ein bisschen aufpimpen können. So, ich habe ja vorher hier alle erledigt. Das hat sich echt bewährt. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit für eine Truhe, haben wir schon noch. Aber da ist nichts drin. So, und dann sind wir gleich auch schon wieder draußen. In der, also an der, in der, auf der Kriegsfront. Okay, Stufe 3. Das heißt, da können wir uns demnächst ein Versteck basteln lassen. Was auch sehr gut ist. So, ich brauche hier aber noch was. Ich brauche die Spindel noch. Also irgendwas brauche ich hier noch. So. Da hinten geht es aber dann weiter. Jawohl. Also bei den normalen Gegnern habe ich kein Problem. Ich muss sagen, dass die Leute von dem Riss, die werden schon ein bisschen zäher mittlerweile. So, da geht's dann weiter. Da will ich aber noch gar nicht rein. Ich will noch nicht in den Solaris-Tempel. Hier ist noch irgendwas zu finden. Außer einer Silbermünze, die ich natürlich auch gerne mitnehme. Na? Dann so. Das ist meine Fähigkeit. So, ich weiß aber noch nicht genau, wo ich das Ganze dann wohl finde. So, hier ist ja auch ein bisschen Streit, ne? Das merkt man auch. Die kämpfen alle so ein bisschen gegeneinander. Was sind das hier eigentlich? 27, 29. Ja, ich bin ja noch ganz gut. Dadurch, dass ich dann also nicht alles töte. Nur fast alles. So, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich muss hier wirklich alles abklappern. Das könnte auch da unten sein. Ich weiß, dass es irgendwie so eine Brücke ist. So, ich weiß auch, dass es hier irgendwo einen Wegpunkt gibt. Den ich natürlich auch gerne haben möchte. Was auch immer ihr gedacht habt, was ihr da tut. Es hat nicht geklappt. Müssen mal gucken, wo ist das? Ich weiß, dass hier noch was ist, was ich brauche. Und dass es irgendwie Sinn macht, das jetzt zu holen. Und deswegen schnappen wir uns hier auch alles. Entgegen meiner aktuellen Angewohnheit schnappen wir uns alles. So, man könnte, wie gesagt, man könnte hier jetzt auch einfach durchlaufen. Da ist zumindest ein Buch. Hat er sich jetzt irgendwie verwandelt in andere, weil die plötzlich als der ein. So, wir tragen das jetzt aus. So. Da, seht ihr, da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt, da ist was. Und zwar das. Die Spule. Oh, Manno. Tatsache. Dann lasse ich das da, tu das da hin. So, mach die da. So.
Also ich krieg sie auch so fertig, es dauert nur länger. Ich schaff die. So, und den Wegpunkt. Und dann können wir nämlich einmal... Nee, das brauchen wir hier gar nicht. Brauchen wir gar nicht. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt am besten weiter? So, jetzt können wir nämlich hier hinten zurück und dann können wir in den Solaris-Tempel. Wo man uns wahrscheinlich schon mehr oder minder irgendwie erwarten wird. Unter Umständen. Vielleicht. Also wir werden nicht freundlich begrüßt, erst am Ende, aber wir werden begrüßt, freundlich. So. Ich glaube, ich werde den irgendwie Chaos-Magier... So, den werde ich auch so ein richtiges Magier-Outfit irgendwie verpassen. So, die Silbermünze, habe ich die liegen lassen? Oh. Ach ja, man lässt ja nach. Der Solaris-Tempel. Not a speck of dust or brick out of place. Someone's got too much time on their hands. Gut, das könnten sie jetzt auch irgendwann so nach und nach auch mal auf Deutsch übersetzen, ne? Aber bei den ganzen Sprachen, die sie jetzt gemacht haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ist da schon, wäre das schon eine Menge auch. So, aber unabhängig dessen verabschiede ich mich jetzt hier auf Deutsch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, das ist soweit immer noch ganz interessant und ihr seid fleißig weiter dabei. Würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare auch die Idee Chaos-Magier, also gar kein klassischer Shadow mehr. Ist am Ende ist es Chaos-Magier, ne? Wenn ich hier Mana und so mache. Na, egal. Das schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.